Salve, liebe Trailergemeinde. Heute in diesem Film, wir haben den 21. Mai und es ist 15.30 Uhr, gerade öffnen die Amis, geht es um den MDAX. Den habe ich seit 4 Wochen nicht mehr besprochen und seinerzeit hatte ich als Headline geschrieben, 25.000 und 26.000 sind eigentlich die Punkte, um die es geht. Wir haben mal kurz drüber geschnüffelt, wir haben mal kurz drunter geschnüffelt. Die 26.000 kommen nicht nur vom oberen Band her seiner Zeit, sondern auch hier von diesen Punkten, die wir hatten im August und im September letzten Jahres, wo dann hier letztendlich der Bruch im Oktober war. Das sind nach wie vor für mich die beiden Punkte. Das sind gerade mal 4%. Die Volatilität im MDAX liegt im Moment bei 14,7. Das heißt, wir haben eine Schwankungsbreite von weniger als 1% pro Tag. Das ist insgesamt sehr wenig. Der Freund, der schläft hier völlig ein. Ich mache es mal ein bisschen größer. Es ist recht wenig hier rauszuholen. Wir waren hier einmal unterhalb des Bandes. Ja, das waren die 25.000 vor gut 8 Tagen. Ja. Wir waren auch hier mal dran am oberen Band, aber da ist nichts passiert. Momentan handeln wir zwischen 10 und 20 Tage Linie, also jetzt hier um 15.30 Uhr. Und ich kann vom MACD hier kein sinnvolles Signal sehen, also nichts, was man irgendwie gebrauchen könnte. Die Stochastik dreht leicht von einem höheren Bereich runter, aber das ist kein Extrembereich. Von daher finde ich dieses Signal jetzt hier auch nicht so gravierend, als dass ich da jetzt irgendwas machen muss. Ich mache es mir relativ einfach. Ich orientiere mich weiterhin an den beiden Punkten, 25.000 und 26.000. Aber da muss der Freund schon 100 Punkte drüber sein und schließen oder 100 Punkte drunter sein und schließen, bevor ich da irgendwie was mache. Unterhalb der 25.000 habe ich erst 24.500 als Verbindung von diesen Chartpunkten hier mit der 200-Tage-Linie. Jetzt zeige ich euch ja mal die Woche. Kann man vielleicht ein bisschen mehr draus ablesen. Das ist die Woche hier. Schon eine heftige Bewegung. Ne? Aber negativ über das MACD, negativ über den Oszillator. Ich bleibe dabei ähnlich wie beim DAX, dass ich davon ausgehe, dass wir bis 30.06. zum Teil deutlich tiefere Kurse haben. Bei dem MDAX lege ich mich mal fest und gehe davon aus, dass wir die 24.000 beschnüffeln. Ich bin nicht so positiv. Meine Meinung muss ich tatsächlich überdenken, wenn wir über 27.000 gehen und schließen. Und zwar deutlicher drüber. 27.100, 150. Da muss ich das eben Gesagte wahrscheinlich zurücknehmen, revidieren. Aber im Moment muss ich davon ausgehen, dass wir hier noch weiter runterkommen. Ich habe mich wahrscheinlich mitgebracht. Vorher gehe ich nochmal auf den Tageschart. Here we go. So. Wenn jemand der Meinung ist, wir schaffen das. Ich wüsste wirklich nicht, woran ich das festmachen sollte, bietet sich sowas hier an. Und zwar erst in dem Moment, in dem wir die 26.000 brechen. Also nicht heute, hier und jetzt. Das ist ein 24.835er. Ein Open-End-Schein, der also jeden Tag nach oben ein bisschen steigt. Und da sind wir also hier ungefähr, da unterhalb vom Band, unterhalb von diesem Punkt hier. Das ist von Goldman Sachs die GA4D6P. GA4 Dora 6 Paula. Und jetzt schauen wir nach dem Put. Ein Put sollte also auch hinter diesem kleinen Zwischenhoch hier liegen und wird erst dann aktiviert, wenn wir die 25.000 noch 100 Punkte nach unten, also 24.900 nach unten brechen. Und da habe ich den hier gefunden, das ist ein 26.232er, Open End ebenfalls, also reduziert seine Basis jeden Tag, auf von Goldman Sachs und das ist die GM5XWV. Tja, ich muss diese beiden Punkte abwarten. Das ist für mich hier momentan ziemlich neutral und man muss nicht überall dabei sein. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.